Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem 50. AIDA Primetime Magazin. Und zu diesem kleinen Geburtstag, wir streiten uns noch, ob wir den 50. feiern sollen oder das Einjährige, habe ich Ihnen eine richtig tolle Überraschung, eigentlich sogar zwei Überraschungen mitgebracht. Viel Spaß! Unser Entertainment-Manager, der Stefan Hartmann, ist aktuell gerade auf AIDA Perla und bereitet da in Japan alles vor. Wenn er an Bord ist, dann ist er ja meistens hier im Theatrium oder manchmal auch im Beachclub. Manchmal ist er auch hier vorne im Nightfly oder in der Spraybar. Und jetzt sehen Sie Stefan Hartmann an einem ganz ungewöhnlichen Ort, nämlich hier unter der Wasseroberfläche im Azipod. Der Azipod, das ist ein Antriebsaggregat, das sehen Sie hier. Das sind übrigens die Arbeiter. So klein sind die, so groß ist das. Und den Stefan, den schicken wir jetzt da rein. Glauben Sie nicht? Gucken Sie mal. Morgen, Stefan. Morgen, Björn. Wie geht's dir? Ja, was machst du mit dem Besen? Du hast gesagt, ich soll sauber machen. Ja, das macht Lappen. Mit dem Lappen? Ja, wir machen mit dem Lappen sauber. Ach so, okay, na dann lasse ich den hier. Ich bin ein bisschen nervös. Auf geht's. Langsam aber sicher nähern wir uns dem Herz des Schiffes, dem Maschinenraum. Björn, wo sind wir gerade? Beim Kaiser. Das ist der Kaiser? Genau. Was jetzt ist der Kaiser? Der Kaiser, so haben die Japaner diesen Azipod genannt. Das ist er jetzt schon? Das ist der Kaiser, genau. Und da gehe ich rein? Ja, da gehst du rein durch diese kleine Luke da vorne. Durch welche? Durch diese da vorne. Durch welche? Durch diese da vorne. Überall steht High Voltage, das heißt also, das ist Starkstrom, keine Ahnung. Ist da noch irgendwo Strom drauf? Nein. Mit diesen beiden Schlüsseln, im Vier-Augen-Prinzip, alter Schwede, das kenne ich nur aus dramatischen Filmen. Mission Impossible und so weiter. Ist das jetzt eine Mission Impossible? Ja, bis oder hierhin ja. Bis hierhin ja, aber gleich wird's possible. Ich passe da nie rein! Doch, da kommt gleich noch eine Luke, da passt du schon rein. Na, wenn er das sagt. Die durchschnittliche Größe eines Mitarbeiters in der Maschine beträgt wahrscheinlich 1,25 Meter und ist ungefähr 35 cm breit. Okay. Telefon? Björn? Ja? Björn, was ist das? Das Gerät überwacht die Sauerstoffkonzentration. Und wenn das Alarm schlägt, dann müssen wir raus, wenn wir nicht genug Luft haben da drin. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Wieso ich? Wieso ich? So, hier sind deine beiden Lappen. Okay, alles die klar. Bitte auch wieder mitbringen, nichts da drin vergessen, ansonsten können wir heute Abend nicht losfahren. Okay, dann noch eine ganz kurze Frage. Warum hast du Handschuhe und ich habe keine? Na, ich will mal meine Hände nicht schmutzig machen. Ist nicht euer Ernst. Ich hätte keinen Overall anziehen sollen, sondern Nivea-Creme. Ich muss da auch wieder hoch, oder? Ja, das ist alles ölig und schmierig. Hey, die Hälfte ist schon sauber. Was soll ich jetzt genau sauber machen? Der dicke Enterman von AIDA Prima im Antriebssystem in unserem Azipod. Ich hab's überlebt. Vielen Dank. Unseren Gastkünstler Wayne Morris, den kennen Sie ja sicher schon. Der war schon oft bei uns an Bord und der wurde richtig gefeiert, manchmal sogar getragen von seinem Publikum. Ich habe Wayne Morris gefragt, ob er sich nicht mal Gedanken machen könnte um ein so richtiges AIDA-Lied als krönender Abschluss jeder Show. Und Sie werden es nicht glauben, eines Tages saß er bei mir im Büro, hatte seine Gitarre dabei und dann hat er angefangen zu spielen. Und seitdem habe ich einen Ohrwurm. Wir haben das dann hier bei uns unten in der Halle getestet, haben alle Kollegen eingeladen. Auch die haben jetzt einen Ohrwurm. Dann haben wir gedacht, wir gehen mal an Bord zu so einer schönen Frühlingsparty und fragen mal, wie es denen das Lied gefällt. Sie werden es nicht glauben, alle haben einen Ohrwurm. Und jetzt sind Sie dran. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei dem neuen Song von Wayne Morris. Und übrigens hat er, wenn er jetzt auf Reisen ist, auf der Bella, auch eine CD dabei. Viel Spaß! Thank you.
mein Zuhause. Und genau so ist es. Jeder, der mindestens zweimal gefahren ist, kennt das ja. Sie kommen wieder und irgendwie fühlen sie sich direkt zu Hause. Ich arbeite ja für AIDA, aber selbst mir und meiner Familie geht das jedes Mal so. AIDA ist ein Zuhausegefühl. Und wenn Sie das auch erleben wollen und wenn Sie schon richtig sehnsüchtig geworden sind durch das Lied und wenn Sie den Text schon auswendig können, dann gehen Sie jetzt auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und das war sie, unsere 50. Sendung. Uns macht das immer hier richtig Spaß. Ich hoffe, Ihnen auch, euch auch. Und jetzt zum Abschluss die Bilder der Woche, heute mit dem Ensemble der Luna. Die machen die Musik dazu. Viel Spaß! The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? And they're really saying, I love you. I think too.